Hallo, liebe Krebse, herzlich willkommen hier zu deinem Monatsreading für den September bei Löwenherz. Wir schauen auf eure Themen, auf eure Energien für diesen Monat. Astrologisch kurz ein Update. Merkur ist wieder vorläufig, dafür ist der Uranus jetzt in der Rückläufigkeit und der Pluto ist im Steinbock. Also alte Themen kommen nochmal hoch, extrem. Diese 2 Monate, der ist nämlich bis November im Steinbock, bis er dann bis 2044 im Wassermann verweilt. Also das letzte Aufbäumen von Pluto im Steinbock. Es geht darum, nochmal, das musst du dir nicht klar machen, das wird dir das Universum klar machen, was nochmal für Schatten in dir sind, was noch aufgelöst werden muss. Schau das an, nutz die Zeit, um nicht mit diesen Altlasten in die neue Zeit zu gehen. Wenn du mehr wissen möchtest, ich verlinke dir mein Video über diese Pluto-Wassermann-Zeit in meiner Serie Astro News. Und sonst schreib mich gerne an, da können wir uns gerne auch mal deine Lebensbereiche anschauen, wo diese neue Zeit bei dir Wirkung hat, was das für dich bedeutet. Aber jetzt geht's erstmal um die Karten hier im September für die Krebse und wir fangen an mit euren Gedanken. Da haben wir die Wege. Eine Zusatzkarte, die Zeitkarte, eine lange Zeit. Das ist zu viel. Ich will nur noch eine Karte auf deine Gedanken für den September, für die Krebse. Und eine weibliche Personenkarte. Es kann auch ein Mann natürlich sein mit weiblicher Energie. Diese schaut hier aus dem Blatt, diese Person. Es geht um eine Entscheidung, die lange rausgezögert wird. Entweder von dir oder von einem Menschen. Das schauen wir aber erstmal auf die Themen, mit denen du dich konkret auseinandersetzen willst. Das Haus. Der Kompass. Und das Kind. Die Frage ist für dich, bringt kommt eine Stabilität in dein Leben bezüglich dieser Person, ist das überhaupt möglich, weil dieser Mensch lässt sich ewig lange Zeit, um hier was zu entscheiden. Wir haben hier unter diesem Menschen hier das Kind, also der Neubeginn, der Neuanfang, Verzögerungstaktik seitens einer Person. Und du fragst dich hier überhaupt noch, wenn dieser Mensch hier was entscheidet, bringt es hier überhaupt noch Stabilität? Weil diese Karte ist eine lange Zeitkarte, ja, irgendwann verpufft auch der Zauber, ja, vielleicht habt ihr schon lange beschlossen, hier etwas Neues zu beginnen miteinander, aber das wurde so lange rausgezögert, dass du dich wirklich fragst, macht das überhaupt Sinn mit diesem Menschen, da lege ich Tarotkarten drauf. Was sagt das Tarot dazu? Der Mond und die 2 der Stäbe haben wir hier. Ja, Unsicherheit. Ne? Du bist hier sehr unsicher. Weißt nicht, woran du bist. 2 der Stäbe. Ja, man hat irgendwas angerissen, aber es ist nicht weitergegangen hier. Auch eine Unsicherheitskarte. Wie geht es hier? Geht es überhaupt weiter? In welche Richtung soll es gehen? Ja? Also sehr viel Zweifel, Unsicherheiten bezüglich eines Menschen, weil dieser sich nicht konkret entscheidet. Für der Kelche. Ach, das sind hier
viel zu viele, die hier rausfallen. Ich möchte nur noch eine auf die zwei der Stäbe. Ich will hier keine einzelne fallen. So, jetzt haben wir es. Das sollte so sein. Zwei der Stäbe auf zwei der Stäbe. Das sind nämlich gerne zwei Decks. Ja, du fühlst dich hier abgelehnt, ja. Du fühlst dich hier nicht gesehen. Es wurde hier drei der Kelche versprochen. Jetzt hast du einen. Nö, willst du nicht. Die Zweifel bleiben hier. Sollst du hier noch dran festhalten? Sollst du noch in der Zuversicht bleiben? Aber es geht hier nicht voran. Ist es einfach zu wenig, was dieser Mensch dir hier gibt, anbietet? Weil er sich nicht konkret entscheidet für das, was mal vielleicht besprochen wurde, was abgemacht wurde, bekommst du nicht. Und das lässt dich hier zweifeln. Die Routen. Ja. Brücke. Ja, dieser Mensch entfernt sich immer weiter von dir, anstatt näher ranzurücken. Streit, Diskussionen, Verletzungen. Es sieht so aus, als ob diese Person sich immer weiter von dir entfernt, ja, und nicht das hält, was einst mal anberaumt war. Ach, siehst du, Streit. Fünf der Schwerter hier. Drei der Kelche. Es gibt noch eine Drittperson und das sorgt für Missverständnis vielleicht auch, man kann nicht drüber reden, man ist frustriert. Eine gewisse Aggression ist da schon mit. Es mischt noch eine dritte Person hier mit bei euch. Drei der Kelche, das spricht meistens für drei Personen und das gibt hier Diskussionen, Streit. Du hast das Gefühl, dieser Mensch entfernt sich immer weiter von dir. Du kannst hier nichts plausibel machen. Du haust dir frustriert ab, ja, also sobald du ein Thema ansprichst, knallt es hier bei euch. Ach, das ist krass. Nochmal. Fünf der Schwerter auf die fünf der Schwerter. Du siehst hier, was Sache ist. Also es ist Unverständnis da, dadurch, dass du hier, dass es einfach nicht weitergeht. Wird hier nicht vernünftig kommuniziert. Dieser Mensch lässt Zeit verstreichen und sagt nichts Konkretes, braucht ewig lange, um sich überhaupt zu irgendwas entscheiden. Und somit entfernt man sich immer weiter voneinander. Auf die drei der Kelche, die acht der Schwerter. Du siehst hier handlungsunfähig. Du fühlst einfach dich handlungsunfähig. Du kannst hier nichts machen. Du musst es aushalten. Ne? Du fühlst, dass diese Fälle dir da wegschwimmen. Dieser Mensch ist irgendwie gar nicht mehr präsent. Er schaut hier auch aus dem Blatt heraus und keine schöne Energie hier. Ich nehme noch mal eine letzte Tarotkarte. Eine letzte Tarotkarte hier. Da haben wir den Page der Münzen. Ein reelles Angebot, dass es hier weitergeht. Ja, dass man hier mal einen konkreten Anfang macht. Die Page stehen immer für die Anfänge. Ist auch die Schülerkarte. Ja. Da muss ich noch eine kleine drauflegen.
weil das bleibt hier nämlich aus. Das konkrete Angebot, ich lasse die Karten ja immer aufrecht liegen, aber in der Negativenergie ist es halt, hier bleibt ein Angebot aus, hier wird nichts konkret. Also der Anfang wird nicht konkret. Der Tod haben wir hier noch. Ja, das, was ich zum Anfang des Videos sagte, Pluto-Energie hier, das alte Thema kommt nochmal hoch und das tut auch weh, muss aber letztendlich dann auch reell angeschaut werden. Und das ist, glaube ich, das, was du tust, ja. Du schaust dir das an und die Wahrheit ist, dieses konkrete Entscheidung bleibt hier aus bei diesem Menschen. Und eine Orakelkarte noch als Rat, als Mitschwingung noch. Die ist als erstes Anpassungsfähigkeit. Ja, du musst dich hier anpassen. Das wird von dir erwartet, dass du dich diesen Umständen anpasst. Und das schmeckt dir hier gar nicht. Das ist die Frage, ob du das kannst, glaube ich nicht, dass du hier da so weiter mitmachst, weil es anders vorgesehen war. Aber dieser Mensch erwartet von dir hier, dass du dich hier anpasst. Das Bambus im Wind, ja. Also wie denn eben der Wind gerade weht, so ist es dann. So entscheidet dieser Mensch und du hast hier gar nichts mitzubestimmen. Nicht gut. Wir schauen im Fortsatz ins Video auf deinen Menschen. Was steckt denn dahinter? Was ist denn da los? Was hat der denn für Themen? Was geht der dem durch den Kopf drum? Ich verlinke dir das Video. Ansonsten private Legung und astrologische Beratung. Schreib mich gern an. Mach's gut, dein Löwenherz.